Eine mittelgroße Stadt in Franken, von der Welt fast das ganze Jahr über unbeachtet, wird für einige Wochen zum musikalischen Mittelpunkt Europas. Und zwar im Juli und August zur Festspielzeit. Diese eigenartige Verwandlung hat auch uns fasziniert und so machten wir uns auf, die Menschen, die dort oben auf dem grünen Hügel arbeiten, ihren Dienst tun, eine Oper besuchen oder einfach nur neugierig herumspazieren, einen Tag lang zu beobachten und der ganz besonderen Atmosphäre, die dort herrscht, nachzuspüren. Aber ein ganz normaler Tag sollte es nicht sein. Also suchten wir uns den 6. August aus, den Tag nämlich, an dem sich Prinz Charles angekündigt hatte, um einer Opernaufführung im Festspielhaus beizuwohnen. Es wurde ja in der Zeitung früh genug angekündigt, wann er kommt, wer mit ihm kommt und vor allem, wer nicht mit ihm kommt. Also bemühten wir uns, eine Woche vor dem angekündigten Besuch eine Drehgenehmigung für diesen Tag zu bekommen, um ganz vorne, sozusagen hautnah, dabei zu sein. Wie sich bald herausstellte, war dies alles gar nicht so einfach. Eine Rathausstelle verwies uns an die andere, die zweite Rathausstelle verwies uns an die Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung schließlich an die Pressestelle der Festspielverwaltung, wo wir endlich unsere Genehmigungen bekamen. Mit ihnen und mit Geräten, die wir von einem bekannten Bayreuther Videofachgeschäft bekamen, konnten wir dann fast überall Filmaufnahmen machen. Die Richard-Wagner-Festspiele dauern bekanntlich nur wenige Wochen. Aus diesem Grund gibt es auch nur wenige festangestellte Arbeitskräfte auf dem grünen Hügel. Die meisten Arbeiten werden von Schülern und Studenten verrichtet, die sich durch einen solchen Ferienjob Geld verdienen wollen. So kommt es, dass man im Restaurant und an den Selbstbedienungstheken vorwiegend Jugendliche findet, die sonst noch die Schulbank drücken. Sie arbeiten in der Küche, als Kellner oder verkaufen vor dem Restaurant Champagner. Gut bezahlt sind sie nicht, die Jobs um das Festspielhaus. Doch manch einer kann seinen Verdienst durch Trinkgelder noch verdoppeln. Blaue Mädchen verkaufen Programme und kontrollieren die Eintrittskarten. Wir befragten einige von ihnen. Okay. Guten Tag, darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Sonja Meier. Sonja, woher kommen Sie? Aus Dinslaken. Wie kommt es, dass Sie gerade in Bayreuth dann hier Blaues Mädchen machen? Weil ich Interesse an der Musik habe von Wagner und weil die Atmosphäre hier schön ist. Ah ja. Wie finden Sie diesen Ferienjob verglichen mit anderen? Bietet er mehr Vorteile oder ist er einfach nur interessanter? Ist interessanter. Und was ist so Ihre Aufgabe als Blaues Mädchen allgemein? Vorher Programme verkaufen und dann also Türsteherin, Karten kontrollieren vor der Vorstellung und nach den Pausen. Und werden Sie nächstes Jahr wieder dabei sein oder richtet sich das nicht nach Ihnen? Von mir aus schon. Vielen Dank für dieses Interview. Iris, Sie kommen aus Bayreuth? Ja. Was würden Sie schätzen prozentual, der Bestand Ihrer Kollegin? Kommen die meisten aus Bayreuth oder die meisten aus anderen Teilen der Bundesrepublik? Also die meisten kommen aus Bayreuth, würde ich schätzen. Ich würde sagen prozentual 60-70%. Ist es leicht, an diesen Job heranzukommen? Nee, man muss sich eben bewerben, wie überall anders auch. Und ja, es ist relativ einfach, beim zweiten Mal genommen zu werden. Ah ja, muss man irgendwelche speziellen Kenntnisse haben, um diesen Job zu bekommen? Er muss 18 sein und es wäre nicht schlecht, wenn man zwei Fremdsprachen spricht, ein bisschen. Haben Sie die schon mal angewandt? Ja, so mit Yes und ja, so ein bisschen. Und Merci kann ich auch sagen. Ah ja. Und wie würden Sie diesen Job beurteilen, sagen wir mal, im Vergleich mit anderen Ferienjobs, was die Bezahlung angeht, die Attraktivität?
Also die Bezahlung, die ist nicht besonders. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Aber es ist halt Wahnsinn, dass wir überall zuschauen können. Das ist ja wirklich toll. Also attraktiv ist der Job, glaube ich, am meisten von allen Ferienjobs, die ich mir ausdenken könnte. Gut, vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, bitte. Neben dem blauen Mädchen tummeln sich auf dem Festspielvorplatz noch viele andere Wagner-Fans, die auf den letzten Drücker noch eine Karte erhaschen wollen. Mhm. Wie lange stehen Sie schon hier? Oh, ich bin hier meistens jeden Tag. Ich habe meistens meine Karte, aber ich suche für andere Leute und oder zum Verbessern meiner Karte. Und stehen Sie jedes Jahr hier? Ja, außerhalb letztes Jahr. Ich bin schon so 14, 15 Jahre hier. Ich bin sehr bekannt beim Festspielhaus. Ja. Und haben Sie schon irgendwann mal Erfolg gehabt mit Ihren Karten? Ja, aber schwerer in den letzten 4, 5 Jahren. Gibt viel mehr Konkurrenz zum Karten suchen. Und Sie selber haben auch schon Karten gekriegt, aber auf diese Weise? Ja, zum Beispiel habe ich eine Karte für die erste Rheingold in 76 gekriegt, auf meinen Geburtstag und kostenlos. Während wir diese Interviews führten, versammelten sich immer mehr Menschen an den Absperrungen um den Eingang zur Mittelloge, dem sogenannten Königsportal. Wir erforschten die Beweggründe dieser Menschen. Warum stehen Sie hier heute? Na, zumindest weil wir den Prinzen sehen wollen. Und wissen Sie denn, wann er kommt? Ja, angeblich um 3:15, ne? So, der kommt von Brücke. Und wer kommt alles mit ihm mit? Der Konstantin von Griechenland, ne? Und befreundetes Ehepaar, so viel als aber bei uns in der Zeitung. Für die rund 3000 Zaungäste hatte sich das Warten gelohnt. Zuerst kam Hans-Walter Wild, der Bayreuther Oberbürgermeister, mit seiner Frau Gerda in schmuckem Ornat. Und um 15.35 Uhr war es dann soweit. Zwei blitzende Jaguars bogen in den Platz vor dem Königsportal ein und Prinz Charles, Prince of Wales, der britische Thronfolger, betrat zum ersten Mal Bayreuther Boden. Begleitet wurde er vom griechischen Exilkönig Konstantin und von Lord und Lady Ramsay, einem befreundeten Ehepaar. Am Eingang wurde er dann von Bayreuths Oberbürgermeister Hans-Walter Wild und von Wolfgang Wagner, dem Enkel Richard Wagners, begrüßt. Quartier hatte Prinz Charles auf Schloss Trockau bezogen, wo er bei Magdalena Freifrau Groß von Trockau zu Gast war. Sie begleitete den englischen Thronfolger dann auch zur Aufführung von Tannhäuser. Auch in Trockau selbst wurde der Sohn Queen Elisabeths II. Von England stürmisch begrüßt. So säumten nicht nur zahlreiche Trockauer Bürger die Zufahrtsstraße zum Schloss, auch das Schild mit der Aufschrift Markt Trockau grüßt Prinz Charles am Ortseingang war für den hohen Gast sicherlich nicht zu übersehen. Nachdem sich alle anwesenden Ehrengäste gegenseitig begrüßt hatten, zeigte sich Hans-Walter Wild mit seinem königlichen Gast auf dem Balkon des Königsportals noch einmal den Zaungästen.
Und dann rief auch schon der Posaunenchor zum ersten Akt der Oper Tannhäuser, komponiert von Richard Wagner. Selbst unaufmerksamen Zuschauern konnte nicht entgangen sein, dass irgendjemand an des Prinzens Seite fehlte, nämlich seine Frau Lady Diana. So hätte es aussehen können, wenn sie ihren Mann nach Bayreuth begleitet hätte. Doch schon länger stand fest, dass sie dies nicht tun würde. Sie zeigte offenbar kein Interesse an der Musik Richard Wagners und die Enttäuschung bei der Bevölkerung war dementsprechend groß. Was sagen Sie dazu, dass Prinzessin Diana nicht mitgekommen ist? Ja, das ist wie Enttäuschung gewesen. Sind wir extra? Ja, es war Enttäuschung. Ja. Ne? Wäre schöner gewesen, wenn sie dabei gewesen wären. Weil es wäre ganz anders, ganz andere Atmosphäre und so. Ne? Weil ja doch die Leute, die meisten damit gerechnet haben, wahrscheinlich, dass sie eben mit dabei ist oder vielleicht doch kommt. Dass sie nicht, kommt. Aber vielleicht wären dann sogar noch mehr Leute da gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass sie kommt. Ne? Warum ich, ja, also ich, das möchte ich mich, dazu möchte ich mich nicht äußern, gell? Da möchte ich schon diskret sein. Ja. Finden Sie, dass sie mitgehen hätte sollen? Wäre ich auch mitgegangen, ja, ich hätte das gemacht. Ja, die hat andere Verpflichtungen, soweit ich es gehört habe, soweit die Zeitung darüber geschrieben hat. Mhm. Wären Sie als seine Frau mitgegangen, trotz anderen Verpflichtungen? Hätten Sie ihn alleine reisen lassen? Das weiß ich nicht, was die unter sich ausmachen, also dazu kann man nichts sagen. Und auch die Jugendlichen, die wir befragten, hatten zu diesem Thema eine mehr als eindeutige persönliche Meinung. Was soll man davor halten? Da hätte es noch viel mehr Gedränge gegeben, wenn die gekommen wäre. Sie zieht andere Musik vor als in Wagner. Und über den Sicherheitsaspekt des Besuches informierten wir uns bei denjenigen, die es wissen mussten. Wie lange sind Sie heute schon im Einsatz hier? Seit 14 Uhr. Und war es ein anstrengender Tag verglichen mit Ihren sonstigen Dienststunden während der Woche? Nein, war ein regulärer Dienstag. Keine besonderen Anstrengungen dabei. Finden Sie so etwas wie diesen Tag, wo Sie eben mal rauskommen, in eine bestimmte Position gestellt werden auf diesem Platz, interessanter als den Alltag, den Sie sonst haben? Ja, das ist richtig. Finde ich nicht nur ich, sondern auch die anderen Kollegen. Hat der Prinz, der heute hier die Festspiele besucht, irgendwie ein größeres Sicherheitsrisiko dargestellt, wie zum Beispiel all die vielen prominenten Gäste bei der Premiere? Ungefähr auf gleiche Höhe. Auf gleiche Höhe. Gleiche Höhe, ja. Durch seine Position. Und der Einsatzleiter? Mein Name ist Pleatsch. Herr Pleatsch. Ja. Wie viele Polizisten haben Sie hier oben? Hier waren es ungefähr 45. Dazu kommen noch die Beamten, die also den Begleitschutz gemacht haben und in Pegnitz bzw. Troggau aber noch Wege. Sind das alles Beamte aus Bayreuth oder mussten Sie auch andere Dienststellen heranziehen? Nein, Troggau war Pegnitz. Die anderen waren Bayreuth. Haben Sie wegen Prinz Charles heute einen größeren Aufwand hier gehabt als bei der Premiere, wo so viele andere prominente Festspielgäste hier waren? Nein, wesentlich kleiner. Ist das Risiko, das er also darstellt, Sicherheitsrisiko, nicht so hoch wie zum Beispiel das von Herrn Strauß mit allen seinen Begleitern? Das kann man nicht sagen. Er ist also auch eine gefährdete Person, aber es war halt nur eine kleine Gruppe zu beschützen. Ja, der Hügel wird nicht abgesucht, aber das Gebäude. Also sowohl das Festspielhaus als auch, wo er sonst hingeht. Doch kurz nach unserem Gespräch hatte Herr Pleatsch bereits wieder alle Hände voll zu tun. Denn der erste Akt war zu Ende und Prinz Charles begab sich mit Gastgebern und Leibwächtern die Stufen hinab, um im Festspielrestaurant einen Imbiss zu sich zu nehmen. Thank you.
Aus dem Restaurant jedoch blieben alle Reporter ausgesperrt, über deren zum Teil aufdringliches Verhalten wir uns anschließend mit dem Festspielleiter Wolfgang Wagner unterhielten. Herr Wagner, haben Sie heute mehr Ärger mit Journalisten gehabt als sonst? Mit wem? Mit Journalisten. Wieso? Wir haben nie Ärger mit Journalisten. Wie gesagt, kommt immer darauf an. Die sich vielleicht undiszipliniert verhalten. Da kann ich nichts dafür. Wie gesagt, es war ursprünglich ein reiner Privatbesuch ohne jeden Journalisten. Ne? Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass trotzdem so viele da waren? Das ist die Findigkeit der Journalisten und der Anspruch der Journalisten, dass sie überall dabei sein müssen und wollen. Die Gelegenheit, Prinz Charles beim Speisen zu beobachten, ließen sich viele Schaulustige nicht entgehen. Auf dem Speisezettel der königlichen Hoheit standen Tee, Kaffee, Petit Four und Kuchen mit heimischem Obst wie roten Johannisbeeren und Brombeeren. Prinz Charles unterhielt sich offenbar glänzend mit Hans-Walter Wild, dessen Gattin Gerda, der Frau des Festspielleiters Gudrun Wagner, den Bürgermeistern Überler und Kilchert sowie dem Stadtrat Peter Färber, auf den die königliche Hoheit offensichtlich einen recht positiven Eindruck machte. Oh ja, ein sehr leger, und er hat sich also über alle möglichen Themen unterhalten, die durchaus banaler Natur sind, also nicht nur Festspiele und hochgestochene Themen, sondern sehr umgänglich. Andere Menschen, andere Erfahrungen. Zum Konstantin, zum Charles. Hallo Charles, Ding. Und dann hat er hergelacht und hat Grüß Gott gesagt. Grüß ja. Gott, Grüß Gott, Grüß Gott. Ich finde ihn sehr, sehr nett und nicht bloß als zukünftiger König, auch so als Mensch. Er ist sehr menschlich, sehr, sehr nett, sportlich. Er hat auch seine Dienste getroffen. Entschuldigung. Nein, überhaupt, ich finde ihn sehr nett. Nebenbei gab es auch eine Aufführung im Festspielhaus. Tannhäuser. Unter der musikalischen Leitung von Giuseppe Sinopoli sangen Richard Versal den Tannhäuser, Cheryl Studer die Elisabeth und die Rolle der Venus verkörperte Gabriele Schnaut. Aber vorhin habt ihr noch gescheit drauf geschickt, ne? Wie hat Ihnen denn der erste Akt bisher gefallen? Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Also die Musik erschlägt einen wirklich und zieht einen sehr, sehr in ihren Bann, finde ich. Also ich bin ganz ehrlich gesagt wie berauscht. Das ist ganz, ganz großartig. So was habe ich noch nie erlebt. Ich bin ein kleiner Wagner-Fan. Also mir gefällt sie überhaupt nicht. Und aus welchem Grund? Ja, bin nicht hier oben. Ja, nicht für Popmusik, für Volksmusik. Nicht? Ja, Volksmusik. Aber Ober, also wir kennen die Schrecken hier, gingen dich nicht rein. Obwohl wir hier in der Nähe von Bayreuth sind, von Goldgrunach. Mit zunehmender Dunkelheit verringerte sich auch die Zahl der Schaulustigen. Auf Prinz Charles wartete der Jaguar, während sich die übrigen Festspielgäste selbst um ihren Heimweg kümmern mussten. Und bald darauf konnte auch die beschäftigte Polizei das Feld räumen. Es bleibt zu hoffen, dass der sympathische Thronfolger, der die Herzen vieler Bayreuther gewonnen hat, recht bald wiederkommt. Womöglich kann er auch Lady Diana dazu überreden, sich in die große Gemeinde der Richard-Wagner-Fans einzureihen. Bis dahin, goodbye, Your Royal Highness.